Mir jetzt zugeschaltet ist Pascal Martin. Er ist Schiedsrichter und Fußball-Influencer. Herr Martin, ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen mal schauen auf den Unparteiischen, der die Partie Deutschland-Ungarn heute Abend pfeifen und leiten wird. Was müssen wir über den Mann wissen? Ja, wir müssen zum einen natürlich erstmal wissen, dass wir heute Abend einen Schiedsrichter haben, der schon sehr oft deutsche Mannschaften gepfiffen hat. Ein Schiedsrichter, der eine ziemlich kleine Linie hat. Er ist ein sehr guter Schiedsrichter, aber er hat vor allem damals im Spiel Leipzig gegen Paris, da hatte sich der Julian Nagelsmann etwas drüber aufgeregt über einen Witzelfmeter. Und deswegen haben ja einige deutsche Fans heute Angst, dass es vielleicht heute wieder so kommen kann, dass vielleicht die ein oder andere Fehlentscheidung wieder kommt. Wie genau läuft eigentlich die Auswahl eines Schiedsrichters für ein Länderspiel, für ein Spiel innerhalb einer Europameisterschaft ab? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube einfach am Ende des Tages ist es so, dass ein Schiri sich über eine Saison hin gut beweisen muss, dass ein Schiri zeigen muss, dass er auf jeden Fall gut pfeifen kann. Und ich würde jetzt vor allem auch nicht sagen, dass der Schiri, der heute Abend pfeift, kein guter Schiri ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube schon, dass er ein Mann ist, der auf jeden Fall solche Topspiele leiten kann. Er ist halt einfach nur ein Schiri, der ja viele kleine Zweikämpfe schon früh abpfeift. Und ich glaube einfach, darauf muss sich die DFB 11 heute auch gut einstimmen. Gibt es denn eine Möglichkeit für die Spieler, das irgendwie zu beeinflussen, dass eben gerade wenn so kleinteilig gepfiffen werden sollte, was ja auch den Spielfluss dann massiv behindern könnte, dass man es dazu erst gar nicht kommen lässt? Ja, das ist vorher immer sehr, sehr schwer so zu sagen. Ich denke mal, jeder Fußballer draußen kennt das. Ein kleines Ziehen oder auch ein kleines Schubsen gehört nun mal zum Fußball dazu. Und es gibt da ganz, ganz viele Arten von Schiedsrichtern. Es gibt ja Schiris, die lassen vieles durchlaufen. Es gibt Schiris, die pfeifen dann schon jeden kleinen Zweikampf ab. Also ich glaube, sich vorher darauf einzustellen, ist immer sehr, sehr schwierig als Spieler. Ich glaube, das Ganze kommt erst im Laufe des Spiels, wenn man dann merkt, ah, okay, der Schiri, der pfeift heute ja ziemlich klein oder dann vielleicht ziemlich groß. Und dann weiß man auch im Spiel quasi, wie man sich weiterhin darauf einstellen muss, was man gegenüber vom Schiri so da auf dem Platz quasi macht. Sie haben in Ihrer ersten Antwort schon mal so ein bisschen angedeutet, dass Bundestrainer Nagelsmann, als er noch nicht Bundestrainer war, mit diesem niederländischen Schiedsrichter Makele aneinander geraten ist. Können Sie es noch mal ein bisschen detaillierter ausführen, was da los war? Ja, es gab damals im Spiel Paris gegen Leipzig eine kleine Situation oder am Ende des Tages eine große Situation. Und zwar hatte der Schiedsrichter auf einen sogenannten Witzelfmeter entschieden. So hat der Julian Nagelsmann das danach im Interview quasi gesagt. Und deshalb ist damals Leipzig rausgeflogen aus der Champions League. Und ich glaube, das war damals auf jeden Fall ein Elfmeter, den man hätte so nicht geben müssen. Und ich glaube einfach, dass es immer noch eine Situation ist, woran sich Julian Nagelsmann bis heute noch daran erinnern kann. Herr Martin, bevor ich nach dem Tipp für heute Abend frage, erstmal Ihre Überlegungen, wie müsste Deutschland heute spielen, damit es dann wirklich gut ausgeht gegen die Ungarn? Also zum einen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass wir da heute Abend diesen Gegner Ungarn sehr, sehr ernst nehmen. Das sollten wir mit jeder Mannschaft auf jeden Fall machen. Ich glaube, die bisherige EM zeigt da draußen, dass auch kleine Mannschaften hier beweisen, dass sie Fußball spielen können. Und ich glaube einfach, dass wir uns vor allem dann auch heute Abend auch sehr das Ganze ernst nehmen sollen. Auch wenn das erste Spiel ziemlich leicht aussah, sollten wir das Ganze heute Abend auf jeden Fall sehr, sehr ernst nehmen. So, und jetzt Ihr Tipp. Ich tippe heute Abend auf ein 3:1 für unsere DFB 11. Oha, gut, das ist schon ganz weit nach oben gegriffen im Regal. Wir werden sehen, ob es so kommt. Herr Martin, ich bedanke mich für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch und alles Gute noch. Danke.